Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Quick Bed Wars. Habe ich etwas länger nicht hier auf den Kanal gebracht, ist aber immerhin noch ein geiler Modus, weil habe ich auch im Stream gespielt und so gestern. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Modus. Kenne ich ja noch von den Dunk Games Zeiten, da sind ja auch noch die ein oder anderen Leute da, die sich da gewiss noch dran zurückerinnern können. Das war nämlich auch ziemlich cool und deswegen Quick Bed Wars. Gibt es jetzt zwar auf dem Gommes-Server, ist das Shop-System leider nicht so geil, aber an sich ist der Modus halt mega geil und deswegen heute mal eine Runde Quick Bed Wars, ist doch mal cool. Das Bett von Team Blau ist schon kaputt, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Team Rot ist bei Team Blau und die werden gerade vernichtet, das heißt wir können auf Team Rot gehen. Und das ist hier unten. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Aber nicht. Scheiße. Oh. Scheiße, das war jetzt natürlich Worst Case quasi, dass der mich da runterschlägt. Scheiße, Mann. Das war jetzt richtig gefailed. Und ich bin wieder da. Und das war's, glaube ich. Eine Minute schaffen wir nicht. Man kriegt auch, meine ich, nur 10 Sekunden. Wenn man da vorne ist. So. Aber die anderen haben halt auch nicht so viel Zeit. Also es wird eine interessante Partie, würde ich sagen. Wir brauchen Blöcke, Blöcke, Blöcke. Immer ganz wichtig hier in dem Mod. So. Da hat er mir auch noch was zugeworfen, alles klar. Schutz 1, ja. Eisen brauche ich. Und wir können unser Bett, können wir eigentlich jetzt in Ruhe lassen. Das ist jetzt ziemlich scheißegal. Also es leben noch 4 Gelbe, die gleich wahrscheinlich kein Bettchen mehr haben, genauso wie wir. Und die Roten. Die Roten haben aber auch 2 Elf oder so, also es ist... Es ist okay. Also, ja, ich weiß nicht. Vielleicht haben wir noch Chancen. Ist aber natürlich... Ja, jetzt geht's erstmal in die Luft hier. 3 Sekunden. Team Gelb wird's nicht schaffen. Okay. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass das so gekommen ist. Aber müssen wir durch. Weiter geht's. Zack. Ich habe ein Schwert. Und ich habe eine Spitzhacke. Also Team Rot darf jetzt eigentlich nicht in die Base irgendwie kommen. Normal müssen wir da jetzt irgendwie stehen und das irgendwie safen. Ah, und unser grüner Mann ist leider schon gestorben, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe. Ach nee, wir sind ja grün. Und grün hat 2 Typen geholt. Sehr geil. So, ich gehe auch mit in die Mitte. 1,13 haben die Roten noch. Dann ist auch ihr Bett adieu. So, nächste gestorben. Vielleicht... Oh, jetzt habe ich Essen vergessen. Das ist auch nicht so gut. Wo sind denn jetzt die Grünen? Einer von Grün raus. Okay. Team Yellow. Ich komme. Wow, da geht's auf jeden Fall ab. Die Gelben, die machen auf jeden Fall Stress. Also Team Gelb und Team Rot kann sich jetzt erstmal battlen. Da habe ich nichts gegen. Riskante Sprünge, aber es funktioniert. So, da unten ist ein Typ. Den wollen wir uns natürlich jetzt holen. Und dann können wir direkt mal bei deren Shop Essen kaufen. Das ist doch auch geil. So, nehmen wir runter. Oh, nice, nice, nice. Bett ist kaputt. Und ich habe Essen. Gut, jetzt bin ich in deren Base. Kann mir hier noch bessere Rüstung gerade holen. Die für 7. So, jetzt geht's natürlich... Jetzt wird's natürlich nochmal sehr interessant, würde ich sagen. Oh, hier haben die natürlich auch hart zugebaut. War auf jeden Fall Gemetzel eben. Krass, hier ist alles zu.
trotzdem ist deren Bett halt zerstört worden aufgrund der Zeit, die die anscheinend nicht eingesammelt haben. Ist natürlich dann selten dämlich, muss man ja auch mal so sagen. Naja, aber wir gehen jetzt in die Mitte. Es leben, also wir sind jetzt im Vorteil, also von Team Grün zwei Leute. Ich weiß halt nur nicht, wo mein Teammate jetzt ist. Da unten ist auf jeden Fall Team Gelb. Und da ist mein Grüner, ist in meiner Base. Ja, ich sehe den Typen, der hat eine Angel. Will mich natürlich jetzt versuchen, hier runter zu angeln. Das wird ihm nicht gelingen. Und Goldfarm kann er ruhig. Das ist mir auch relativ egal. Also von Team Rot, da hinten steht einer. So. Die gelben Burschen. So, den haben wir. Nice. Damit ist Team Rot schon mal raus. So, jetzt kommt mein Teammate hoffentlich. Und dann wird der Gelbe hier aber ein Problemchen haben. Der wird nämlich dann absolut sterben. Haben wir gewonnen? Yes. GG, wir haben gewonnen. Hui, war auf jeden Fall ein gutes Game. GG, good game. Haben wir gewonnen. Und ich würde sagen, jo, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine schöne Runde eigentlich. Wir hatten zwar relativ früh, also es ging, unser Bett kaputt. Aber, Leute, ihr habt gesehen, wenn man dann auf die anderen geschlossen geht, dann funktioniert das auch. Also Leute, wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen da lassen und dann passt das schon. Ansonsten sehen wir uns im Livestream wieder oder einfach im nächsten Video. Vielleicht kommt sogar heute noch ein zweites Video, weiß ich nicht, weil ich heute zeitlich ein bisschen eingeschränkt bin. Aber seid gespannt. Tschüss.